Hallöchen zusammen. Hallo. Ja, im Moment ist es ja eine sehr, sehr schwierige Zeit für so Travel-Junkies wie uns. Und was eigentlich immer ein richtig geiles Reiseziel ist, ist Tokio. Und ja, das ist immer im Moment leider nicht möglich, nach Tokio zu fliegen. Da haben wir uns gedacht, holen wir Tokio einfach mal zu uns. Oder ja, nicht direkt zu uns nach Hause. Aber in Deutschland gibt es ein Little Tokio. Und da geht es jetzt hin. Und was euch und uns in Little Tokyo erwartet und wo Little Tokyo überhaupt liegt, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran. So, und da sind wir auch schon angekommen, mitten in Little Tokyo. Ja, und Little Tokyo liegt in Düsseldorf. Warum das hier so heißt? Düsseldorf hat schon seit vielen, vielen Jahren enge Geschäftsbindungen oder Geschäftsbeziehungen zu Japan. Ja, so haben sich hier viele japanische Firmen angesiedelt. Ja, und mit den Firmen kamen dann auch die Leute hierhin. Und hier gibt es eine riesige Auswahl an japanischen Supermärkten, japanische Restaurants, richtig authentisch alles, mega geil. Das Stadtbild spiegelt Tokio in keinster Weise wider. Das ist also gar kein Vergleich, aber die Supermärkte, die Restaurants und so generell, da kommt schon ein bisschen Japan-Feeling auf jeden Fall. Und so hat sich hier nicht nur die größte japanische Gemeinde in Deutschland gebildet, sondern es ist auch die drittgrößte in ganz Europa nach London und Paris. Und dieses Little Tokyo zieht sich an der Immermannstraße entlang und der Höhepunkt ist, oder wo am meisten los ist, ist die Ecke Charlottenstraße, Immermannstraße. Und ja, was ist That's Little Tokyo? Ja, was darf in so einem asiatischen Viertel natürlich nicht fehlen? Ein gut ausgerüsteter Asia-Supermarkt. Und hier gibt es echt allen möglichen Kram, die man halt aus Asien so kennt. Ich freue mich. Echt der Wahnsinn, was sie hier allein schon an der Auswahl von diesen Flying Goose Soßen haben. Mega geil, ey. Wir haben hier Chupa Chups als Getränk entdeckt. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir waren ja gerade im Asiamarkt und da habe ich mir ein Natto Origini Onigiri geholt. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und ja, we will see. Marc hat sich übrigens hier Sushi genommen. Und was natürlich nicht fehlen darf, ein Bierli. Ich probiere jetzt mal hier. Könnte aber dauern, bis ich das aufgemacht habe, ne? Dazu muss ich sagen, wo wir mal in Tokio waren, habe ich mal Natto Beans gegessen. Und das waren fermentierte Sojabohnen. Das war jetzt nicht so geil. Ich hoffe, Mellos Ding ist ein bisschen besser gefüllt. Also jetzt nicht mit diesen fermentierten Sojabohnen. Wir werden es gleich herausfinden, ob es schmeckt. Mmh. Ist nicht schlecht. Lecker. Lass ich das mal filmen. Ich finde in der Kombination echt lecker. Also gut. Das sind nicht meine Sabberfäden hier. Ja, das sind die Natto Beans. Die ziehen voll die Fäden. Tut mir leid, wenn es unappetitlich aussieht. Aber schmeckt. Ja, eigentlich wollten wir uns noch das Echo-Haus der japanischen Kultur anschauen, was auch in Düsseldorf steht. Also ein Nebenort von Düsseldorf. Aber leider hat es am Wochenende geschlossen. Aber auch nur wegen Corona, glaube ich. Ich glaube, sonst hat es eigentlich auf. Ja, schade auf jeden Fall. Findet ihr auf jeden Fall in Niederkassel. Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es hier unzählige japanische Restaurants. Und wenn du im Internet googelst, wird unter anderem Takumi sehr empfohlen. Ist natürlich dann auch sehr, sehr voll da. Uns hat ein guter Freund empfohlen, der selber sehr guter Koch ist, der schon in Japan unterwegs war, dieses Restaurant hier. Wie heißt das? Koshitai.
Kushitai, das Kushitai-Restaurant. Ja, hier ist halt echt nichts los. Und ob es ein Geheimtipp ist, werden wir jetzt ausprobieren. Sieht gut aus. Sei gespannt. Also wir haben unter anderem Kimchi bestellt. Das ist quasi ja, so ein Weißkrautsalat, nur halt koreanisch und scharf. Mal gucken, was er kann. Ja, lecker. Ist ein bisschen pikant, aber nicht so scharf. Top. Gerade im Kushitai. Und wenn wir nicht wüssten, dass wir in Düsseldorf sind, dann würde ich mir gerade echt vorkommen wie ein Japaner, weil hier sind ganz viele Japaner. Und es ist sehr, sehr gut. Wir haben gehört, dass es im Restaurant Takumi hervorragende Ramen geben soll und ja, das probieren wir jetzt mal aus. So, wir haben jetzt gerade unsere Ramen beim Takumi gegessen. War echt richtig lecker. Die Preise sind schon gesalzen, also so 13, 14 Euro für so eine Rahmensuppe. Aber macht auch mega satt. Also nicht abschrecken lassen, dass es nur eine Suppe ist. Ja, es ist ein riesiger Pot, den du da bekommst. Also. Und die sind halt auch echt mega gefüllt, ne, mit richtig viel Nudeln drin, Gemüse, Fleisch. Ja. Also eine gute Mahlzeit. Du kannst dir noch alle möglichen Beilagen dazu bestellen, wenn du magst. Also, sehr gut. Klare Empfehlung von uns. Wir haben noch einen Spot gefunden, der unseren Kurztrip in Little Tokyo abrunden soll. Und zwar den japanischen Garten in Düsseldorf. Im Nordpark. Genau, dieser befindet sich im Nordpark und den werden wir jetzt mal abchecken. So, und hiermit verabschieden wir uns jetzt auch aus Little Tokyo. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn dem so ist, ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schreibt uns einen Kommentar und abonniere uns. Wir würden uns mega, mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Ciao, ciao! Ach, da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht das Chupa Chups Getränk probiert. So, hier haben wir es jetzt. Eine Orangenmonade. Lecker auf jeden Fall.